dass man hier montags jetzt ein Fest veranstalten muss, ein wie auch immer geartetes Fest. Man könnte mal fragen, was ist eigentlich das Motto dieses Festes gegen Demokratie oder so? Guten Morgen, Leute. Hier die Jugend von Zwönitz ist auch bereit zu tanzen. Der Mann, der Mythos, die Legende. Hallo, Lü, grüß dich. Ja, hast du schon gedacht? Ja, nachdem ich gestern dich schon live gesehen habe. Ja. Oh, jetzt geht's aber los. Ja, jetzt geht's los, müssen wir uns gut kümmern. Das Bündnis hat sich den Namen gegeben, wir sind Zwönitz. Und wir haben heute diese Versammlung angemeldet mit diesem Bündnis als Zwönitzer in der Vielfalt, wie sie in Zwönitz über die vielen, vielen Jahre gewachsen ist, wie wir uns wohlfühlen, wie wir uns kennen und wie wir auch weiterhin in Zukunft sein wollen. Ja, eine fantastische Feierlaune. Schaut anders aus. Entschuldigung, Sie sind der Bürgermeister, habe ich gehört. Jetzt bin ich hier, der Wolfgang Triebert, bei der Versammlung hier. Achso, darf man Sie kurz was fragen? Wunderbar. Ich habe jetzt gehört, irgendjemand hat gesagt, dass das Auftreten oder dass im Osten verstärkt AfD und rechts gewählt wird, das würde daran liegen, dass man im Sozialismus, in der Diktatur sozialisiert worden wäre. Könnten Sie das nachempfinden oder finden Sie das verkehrt? Also ich kann es nicht nachempfinden, weil ich bin auch in dem Osten geboren und ich bin auch kein AfD-Wähler, also von der Seite. Ja, so viel ich gehört habe, hat es der Marco Wanderwitz gesagt, der ist bei so einer kleineren Partei, ich glaube Ostbeauftragter der CDU. Haben Sie den schon mal getroffen? Natürlich kenne ich den Marco Wanderwitz, weil er der Wahlkreisabgeordnete in dem Wahlkreis ist, wo Zwönitz auch liegt. Also. Ja, aber wenn er das selber so sagt, es ist doch irgendwie eine komische Aussage, oder? Ich bin hier, heute bin ich hier für die Versammlung da und der Marco Wanderwitz, der kann Ihnen Antwort geben, was er meint mit seinen Aussagen, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja, noch eine Frage, wie sehen Sie das mit dieser Gemeindeverwaltung? Welche Rechte bekommen die Leute nach dem Gesetz und was können die machen und was können sie nicht? Die Gemeindeverwaltung, die sitzt dort in dem Rathaus drin, das sind normale Angestellte, die ihren Dienst machen. Ich meine die Gemeindeversammlung. Die Gemeindeversammlung, da müssen Sie die Gemeindeversammlung fragen, müssen Sie mich nicht fragen. Aber Sie sind doch im Stadtrat, oder? Ich bin im Stadtrat, ja. Ja, dann müssen Sie als Stadtrat doch sagen können, welche Rechte die Gemeindeversammlung hat und welche nicht, oder? Sie können doch die Gemeindeversammlung selbst fragen, was Sie denken, für Rechte zu haben. Machen Sie es doch bitte. Ja, aber ich als Journalist bin ich ja verpflichtet, immer beide Seiten zu fragen und deswegen interessiert mich natürlich beide Seiten, weil ich habe das im Westen halt, bin ich sozialisiert worden, dass ich immer beide Seiten frage. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich bin heute hier für die Versammlung da und bin in keiner anderen Funktion, deswegen darf ich dazu nichts sagen. Dankeschön. Danke. Also, der Bürgermeister, glaube ich, hat jetzt genug von dem Interview. Ist jetzt auch gegangen. Entschuldigung, darf man kurz was nachfragen? Ja. Was hat er jetzt nachgefragt? Darf ich mal nachfragen? Warum wir hier sind. Aha. Und warum seid ihr hier? Ja, weil wir die Veranstaltung wieder unterstützen wollen. Ja. Und weil wir auch mal raus wollen. Ja. Und die Tänzer mal sehen wollen, weil wir selber auch tanzen noch. Und, ja. Ja. Und dann sind wir extra von Aue mal hergekommen. Okay. Wie seht ihr das mit dieser Gemeindeverwaltung, Gemeindeversammlung? Wir haben gar nichts mit zu tun. Aha. Ja, da wir in Aue sind und so was mal aus einer Zeitung liest, aber so konkret hier. Aha. Kriegen wir das nicht mit. Okay. Alles klar, Dankeschön. Aber wünschen Sie sich sowas für Aue auch, dass es eine Gemeindeversammlung gibt? Ja, nicht unbedingt. Aha, okay. Warum nicht? Ja, ist an und sich nicht notwendig. Servus, hallo. Darf man euch kurz interviewen? Ihr seid hier für
vom gleichen Radlverein oder wie? Wir sind hier so eine lose Zusammenkunft von Radfahrern, ja. die vor vielen Jahren sich mal in den Kopf gesetzt hatten, alle Partnerstädte von Zwinnitz abzuradeln. Ja, okay. Ja. Ja. Und dann jedes Jahr in eine andere Partnerstadt, ja. So dass sich das einige Jahre hingezogen hat. Jetzt, ja, sind wir durch. Ja. Okay, also kann man sagen, ihr seid so ein bisschen auch der Botschafter vom Bürgermeister oder so? Ja, Botschafter ist vielleicht zu hoch gegriffen. Ja. 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 Aber das ist ja auch viel Spaß einfach für uns dabei. Ja, ja, ja. Okay. Das heißt, ihr unterstützt es auch so, wie der Bürgermeister hier auftritt? Ja, er ist ja auch bei einigen Touren mitgefahren. Oh, alles klar. Ja. Okay. Wie seht ihr das mit dieser Pandemie? Habt ihr euch schon impfen lassen? Oder wenn die Kinder geimpft werden, seid ihr da auch dafür? Das ist jetzt unterschiedlich. Ich persönlich bin schon geimpft, aber ja, so ein bisschen unterschiedlich. Wir werden uns sicherlich alle impfen lassen, ja, sobald es die Möglichkeiten gibt. Ja. 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 Ich habe jetzt den Namen nicht von diesem Nobelpreisträger, aber der hat jetzt letzte Woche den Nobelpreisträger, ich glaube aus den USA, hat gesagt, dass definitiv seiner Meinung nach alle innerhalb der nächsten 2 Jahre sterben werden, die diesen Impfstoff, irgendeinen von denen drin haben. Was sagen Sie da dazu? Was sage ich dazu, dass es ein absolut wildes Gerücht ist. Ja, Nobelpreisträger. Hat gar nichts zu sagen. Okay. Ja. Kann ja ein Nobelpreisträger für Mathematik sein. Der hat, glaube ich, von Medizin nicht so viel Ahnung. Doch, ist, glaube ich, Epidemiologe auch. Ja, aber... Leider eigentlich, ja. Ja, es ist eigentlich dasjenige, was die gängige medizinische Praxis ist, um eine Virusinfektion zu bekämpfen, ist dagegen impfen. Ne? Ja. Ist eigentlich absolut Standardverfahren. Jetzt sind diese Impfstoffe neu entwickelt, klar. Die sind noch nicht so breit getestet gewesen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, was heißt denn testen? Testen heißt, ist an so und so viele Personen schon mal geimpft worden. Jetzt sind das mittlerweile mehr Millionen Leute und die Nebenwirkungen sind denkbar gering. Also ich halte da nichts von irgendwelchen Theorien, dass dort da irgendwas passieren würde. Ja. Ja. Halten Sie es für möglich, dass die Diskussion, also dass die Gesellschaft so gespaltet wird zwischen Geimpften und Ungeimpften, dass man gar nicht mehr miteinander reden kann, einfach weil die einen schon eine Entscheidung getroffen haben und die anderen nicht? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird einfach so sein wie bei allen anderen Krankheiten auch. Es lassen sich auch bei weitem nicht alle gegen Grippe impfen. Oder es gibt auch viele, die sich nicht gegen Masern impfen lassen oder sich dagegen entscheiden, ihre Kinder gegen Masern impfen zu lassen. Verstehe ich persönlich nicht unbedingt, aber deswegen sind das ja trotzdem unter Umständen vernünftige Leute, mit denen man reden kann. Und nur andersrum ist das sicher genauso. Das ist jetzt eine sehr hitzige Diskussion, die da hochgekocht ist, aber die wird auch wieder abflachen. Ja. Ja. Also vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben, auch wenn ich direkt aus der Sonne gefilmt habe. Alles Gute Ihnen. Ja, danke, gleichfalls. Ja, finde ich immer nett, wenn Leute mit mir reden. Entschuldigung, darf man kurz interviewen? Ja, prima. Komm ich von hier? Wie sehen Sie das, dass hier heute so eine Veranstaltung stattfindet? An diesem Montag, man hat es ja gewählt auf 19 Uhr. Ist es eine gute Wahl, Montag 19 Uhr hier? Ja, andere Show. Ja, warum? Naja, es ist eine Zeit, wo die Geschäfte zu sind und alle von der Arbeit zu Hause sind. Und das Wetter spielt da auch mit. Ja, war ja vorher so der besondere Zeitpunkt von den Leuten um die Gemeindeversammlung in Zwönitz. Warum ist es nicht irgendwie ein bisschen antidemokratisch, dass man sich genau zu der Zeit dann den gleichen Ort rausgesucht hat? Ja, sicher, aber Zwönitz will jetzt eben besser dastehen, als wie es in den Medien erschienen ist. Und ist schon ein bisschen ein Dreck, aber kann man schon akzeptieren. Ich habe jetzt letzte Woche gehört von einem US-amerikanischen Nobelpreisträger, der ist jetzt, glaube ich, über 70 oder so, der hat gesagt, auch Epidemiologe, dass seiner Meinung nach alle Geimpften innerhalb der nächsten 2 Jahre sterben werden. Was sagen Sie dazu? Das glaube ich nicht, nee, aber gewisses Risiko besteht natürlich bei den neuen Impfstoffen.
Ja. Aber ich bin 73, ich kaufe mir lieber ein Stück Freiheit, als dass ich dran denke, was alles passieren könnte. Okay, also Augen zu und durch. Ja, würde ich so sehen. Ja. Ja. Ist eine persönliche Meinung. Ja. Das war bestimmt gerade ein Steigerlied, oder? Nee. War das ein Steigerlied? Wie bitte? War das ein Steigerlied? Nee. Nee, war doch nicht ein Steigerlied. Ich dachte, das wäre ein Steigerlied. Aber ist es ist doch sehr heimatverbunden gerade, die Stimmung hier? Ja, die ist heimatverbunden. Ja. Ja. Das sind ja alles Vereine von mir. Ja, das ist toll, ja. Da kriegt man so richtig Bezug zum Erzgebirge, ja? Ja, nicht ganz so, aber das gibt's auch noch. Diese erzgebirgischen Sachen her. Ja. Aber heute wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, aber das hat sich für mich eher so ähnlich angehört wie Highway to Hell. Irgendwie so. Moderneres, was heute hier geboten wird. Ja. Ja, so ungefähr. Weihnachten ist später. Weihnachten ist später, okay. Entschuldigung, darf ich auch interviewen? Ja? Perfekt. Okay. Entschuldigung, wie heißt ihr nochmal? Ich bin schön. Hallo. Okay. Ihr seid direkt aus Zwönitz? Ja. Ja. Ist jetzt das Thema, wie seht ihr das, dass hier so eine Gemeindeversammlung entsteht? Seid ihr da dafür oder findet ihr das eher problematisch? Also nach dem Grundgesetz ist die Gemeindeversammlung nicht korrekt. Also die Gemeindeversammlung, welche sich so als Gemeindeversammlung bezeichnet, ist nach dem Grundgesetz nicht korrekt. Aber halt eben dieses, wir sind Zwönitz, na, das ist was Schönes. Okay. Um halt eben zu zeigen, dass Zwönitz ein bunter Ort ist. Ja. Frage noch zum Thema Maske. Ihr hattet jetzt vorhin keine Maske auf beim Tanzen, jetzt müsst ihr eine aufhaben. Ist für euch alles okay? Ja. Ja, okay. Impfen, wie steht ihr zum Impfen? Ich weiß nicht. Nee, bei Kindern nicht. Ich weiß nicht. Bei Kindern nicht. Bei Kindern nicht? Nee. Nee. Auch, sagen wir, über 12 oder so? Naja, wissen wir. Für Erwachsene schon. Wie bitte? Für Erwachsene schon. Für Erwachsene schon, ja. Finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Auch ich mache mir große Sorgen, weil noch nie wurde von irgendjemandem ausgerufen, jetzt wird die ganze Menschheit geimpft. Und hinterher gab es dann auch etliche Tote eben. Und jetzt kommt man dann auf die Idee, den Kindern ein Impfangebot zu machen. Wie seht ihr das Impfangebot? Ist das die richtige Ausdrucksweise? Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Nein. Und ich habe dazu bis jetzt noch keine Stellung bezogen. Und ich weiß noch nicht einmal, wie ich da zum Impfen generell so stehe. Ja. Okay, aber sagen wir es so, wenn die Eltern das für ihre Kinder entscheiden sollten, solltet eurer Meinung nach die Kinder sich dann wehren dürfen, wenn sie sich nicht impfen lassen wollen? Ja, wir haben ja Mitspracherecht da in unserer Erziehung. Ja, haben sie Mitspracherecht, ja. Na, ich glaube schon, ja. Sollten sie haben. Und ja, Eltern, es gibt welche, die würden es wohl dazu zwingen. Ich weiß auch nicht, wie das halt so genau ist. Ja. Alles klar. Ich habe ganz große Bedenken was das Impfen angeht. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn sich möglichst viele Menschen dafür die Freiwilligkeit einsetzen, besonders wenn es die Kinder angeht. Meint ihr auch, dass ihr das schaffen könntet, eure Umgebung anzusprechen, dass die Kinder eben möglichst noch keinen Impfzwang bekommen? Die Kinder bekommen ja keinen Impfzwang. Ja. Aber ist es nicht öfters schon passiert, dass manche Leute gesagt haben, das kommt nicht, aber dann kommt es doch? Keine Ahnung. Nein. Ich rede darüber generell nicht viel, weil mir das einfach Diskussion darüber auch nicht so viel Spaß machen. Ja. Weil es halt meistens dann darin endet, dass halt jeder eine verschiedene Meinung hat und ja, darum lassen wir es einfach. Alles klar. Vielen Dank. Stopp mal bitte. Ja. Sind Sie von der Presse? Ich hab einen Presseausweis. Darf ich den mal sehen? Sind Sie von der Polizei? Nee, geht darum, Sie haben meine Tochter interviewt. Ich hatte vorher extra nachgefragt. Nee, was wurde mit dem... Das ist jetzt live gegangen. Ist live gegangen, wohin? Ja. Das ist auf D-Live, auf Supermedia. Okay. Wir fangen mal hier links an und gehen in die ganze... Ja, ich glaube, ich sag mal der Polizei Bescheid, dass da hinten zwei Menschen zu eng beieinander sind.
Schauen wir mal, ob die Polizei dann reagiert und ihre Knüppel rausholt. Ja. Servus, wollt ihr was sagen zu dem Kasperltheater oder wie findet ihr das? Findet ihr es gut? Die Menschen, die da stehen oder was? Ja, ist es für euch eine tolle Veranstaltung oder? Ja, ich finde es was Schönes, mal wieder so ein paar Leute zu sehen. Ja. Darf man dich vielleicht interviewen? Du schaust so aus, als ob du eventuell auch interviewt werden könntest. Woher bist denn du? Ich bin aus Rosenheim und jetzt... Ich komme aus Nürnberg. Los, wir können einmal sprechen miteinander. Okay. Eine Fränkin. Ja. Toll. In Sträflingskleidung ist super. Das heißt, und auch deine Hunde, du bist extra angereist nach Zwönitz. Warum? Jetzt darf ich dich erst einmal fragen, warum bist du hier, um Bericht zu erstatten aus Rosenheim? Für wen oder was? Genau, für D-Live. Ich sende auf D-Live. Stupor Media nennt sich das. Ja, okay. Ja. Okay. Wir haben ein bisschen... Ja? Ja, genau. Soll ich es gleich sagen, genau, dass schnell geht? Ja. Also ich habe eine Hundeschule, die habe ich in meiner alten Heimat schon 10 Jahre gehabt und habe die dann 2017 hier in Marienberg wieder aufgemacht. Ich habe auch einen Standort in Chemnitz gehabt. Die Leute haben mir die Bude eingerannt. Ich könnte davon wirklich leben, wenn ich dürfte, gut leben. Und seit dem ersten Lockdown darf ich mehr oder weniger nichts mehr tun. Was eure Meinung so ist? Zu der Veranstaltung. Ja, genau. Ihr seid aus Zwönitz, oder? Nee. Nachbarort. Okay. Also extra hergefahren. Was ist so spannend, jetzt heute hier in Zwönitz zu sein? Einfach weil was los ist und bei euch ist nichts los? Richtig. Und die Polizisten haben schöne Rücken. Schöne Rücken? Okay. Schöne Rücken ist, das heißt, sie haben keinen Buckel oder? Nee, die haben einen schönen V-Rücken. Das sind ja muskulöse Männer, die haben ja einen V-Rücken. Okay. Alles klar. Ja. Also ich meine, man hat ja von Zwönitz jetzt in letzter Zeit nur schlechte Sachen gehört und da finde ich, ist so eine Veranstaltung mal ohne Zwischenfälle auch halt gut, denke ich, für ein Zusammenhalten, halt, um auch anderen Leuten zu zeigen, es geht halt auch ohne Zwischenfälle und mit Maske und Abstand und das finde ich halt auch gut und sollte was sein. Ja. Thema Gemeindeversammlung, gibt es bei euch so eine Gemeindeversammlung schon? Ich glaube nicht. Also es gab bei uns auch montags Spaziergänge, aber ich denke, das hielt sich dann eher in Grenzen. Ja. Würden Sie sich darüber freuen, dass es auch eine Gemeindeversammlung gibt? Naja, also ich sage jetzt mal so, ich bin der Meinung, dass halt jeder selber entscheiden sollte, ob er halt eine Infektion mit dem Virus halt riskieren möchte und dementsprechend halt auch an so einer Veranstaltung teilnimmt, ohne Abstand und ohne Maske. Deshalb, also ich meine, ich stehe dazu eigentlich recht neutral. Ich meine, ich möchte es nicht riskieren, so eine Infektion. Deshalb trage ich halt auch Mundschutz und halt Abstand und nehme an solchen Veranstaltungen nicht teil. Und lassen Sie sich da auch impfen oder wie schaut es damit aus? Genau, also wenn ich an der Reihe wäre, lasse ich mich natürlich impfen. Aber wenn es halt jetzt auch nicht sein muss aufgrund der niedrigen Infektionszahlen, dann nicht. Okay. Was sagen Sie dazu, dass es angeblich jetzt ein US-amerikanischer ein US-amerikanischer Epidemiologe gesagt hat, alle Leute werden sterben, die Impfung bekommen haben innerhalb der nächsten 2 Jahre? Also das denke ich nicht. Ich meine, es sind ja jetzt schon, ich glaube, um die 20% vollständig geimpft und ich glaube, 40% haben die erste Impfung. Und ich denke nicht, dass das jetzt so ist, weil dann würden ja jetzt schon ein paar Menschen sterben. Ich denke halt auch, dass jeder Körper da halt anders drauf reagiert. Ich meine, wenn man sich impft, nimmt man das Risiko in Kauf, halt so ein Blutgerinnsel oder so zu bekommen. Also das Blutgerinnsel ist nicht so schlimm als eine Grippe? Ich würde sagen, das kommt jetzt drauf an, aber ich finde zum Beispiel, wenn man halt als Frau auch die Pille nimmt, hat man auch bestimmte Risiken, die man da eingeht, zum Beispiel ein erhöhtes Thromboserisiko und das hat man, denke ich, bei allen. Okay. Was ratet ihr so Hobbyjournalisten wie mir,
wie sollen sie sich in Zwönitz aufführen, damit sie einigermaßen ankommen? Ja, es hat, dabei sein, oder? Ja, es haben nicht viele sowas. Viele wollen zwar nicht gefilmt werden, aber einfach mitlaufen. Ja. Und so dann dabei sein, ein bisschen integrieren. Ja. So, dann wird es schon was. Einfach mit einmischen in der Truppe mit rein. Videos online stellen und sowas und dann. Damit es auch mal andere checken, nicht nur die aus Zwönitz kommen, sondern auch mal andere. Ja. Das ist eigentlich, müssten viel mehr auf die Straße gehen. Ja. Nur zu wenig. Ja. Stellt ihr euch vor, dass die, oder was ist besser für euch, wenn die zu euch kommen und hier den erst einmal den, so wie so eine Kurklinik, erst einmal den Funken der Freiheit, die Luft der Freiheit eratmen und dann wieder bei sich den Samen, den sie hier gesehen haben, weitertragen oder sollen die einfach mal so vor sich hin dilettantieren? Ich würde sagen, es ist wie bei der Affen, macht es einer vor, macht es alle anderen nach. Also wenn eine Stadt vorzieht, dann machen es viele andere Städte nach. Das ist einfach so, das ist halt einfach primitiv. Zumindest die meisten Bürger, die mit auf die Straße gehen, ja. Siehst du auf Telegram immer, Freie Sachsen, so siehst du immer so eine Abstimmung hin, da ist Zwönitz immer ganz weit nach vorne. Mit den meisten Bürgern, die auf die Straße gehen und so, das ist richtig schön. Prozentual oder absolut? Absolut, ja. Ja? Und wenn selbst ein Nikolai Nerling, kennen Sie vielleicht, ich selbst mit hier ist, ja, dann denkst du, ja, Zwönitz ist bekannt, deutschlandweit, deutschlandweit, wegen den Aktionen hier mit der Polizei und sowas. Grüß Gott. Grüß Gott. Stefan Bauer, darf man Sie kurz interviewen? Sie sind der Pfarrer, habe ich gesehen. Genau. Ja, katholisch oder evangelisch? Evangelisch. Ich auch evangelisch. Diese Versammlung als beendet zu erklären. Vielen Dank. Sie haben jetzt die Kirchen wahrscheinlich logischerweise auch hier in Zwönitz immer noch zu. Wie geht es Ihnen damit, dass die Kirchen die ganze Zeit zu sind? Glücklicherweise waren sie nie zu. Aha. Wir konnten immer Gottesdienst feiern mit Hygieneauflagen. Und das war ganz wichtig für die Gläubigen, dass sie der Religionsfreiheit nachkommen konnten. Ja. Es gibt ja jetzt Corona-Gläubige und Corona-Ungläubige. Glauben Sie, dass die Corona-ungläubigen Christen eine eigene Kirche brauchen oder wo dürfen die sich versammeln? Die Ungläubigen, das ist eine gute Frage. Die Corona-ungläubigen Christen? Ja, ja. Die treffen sich bei uns auch, wir reden auch über alles. Ja? Noch 3 Wochen. Interessant, das Thema Impfen bringt die Leute immer wieder zusammen, habe ich den Eindruck. Seit 2 Jahren eine... Obwohl ich immer die Befürchtung hatte, dass es uns total spalten würde. Also da bin ich jetzt irgendwie ein kleines bisschen sprachlos.